Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, werden wir heute die Twitch Aqua Map spielen. Also von die Edit Map von Twitch Aqua. Und der Code steht da oben, ihr könnt euch gerne screenshotten. Ich lese auch nochmal vor. 18727205 9450. Ja, und das war der Code für die Map. Und ich würde sagen, ich spiele jetzt mal. Ich habe die schon mal gespielt, sie ist ganz geil. Also wirklich echt geil, die trainiert Aim und so. Aber das werde ich nicht so richtig zeigen jetzt hier in dem Video mit dem Aim. Weil das sozusagen ich nur mein Edit verbessern will, weil mein Aim schon relativ gut ist und so. Aber wenn ihr das wollt, könnt ihr das gerne machen. Das sage ich jetzt mal, ihr müsst dann hier auf den Timer hier jumpen. Und hier müsst ihr jetzt erstmal anfangen, 90 zu machen. Das kennt ihr wahrscheinlich schon aus anderen Maps. So einfach nur hochbauen, bis dann so ein Punkt kommt, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, so zum Beispiel sich auch editieren muss. Genau, hier. Dann editiert ihr das auf, macht so. So und dann so. Boah, ich verirre mich immer gerade ziemlich. So, macht ihr so. Wenn ihr das auch editiert habt, dann editiert ihr immer weiter. Und wie ihr seht, ich bin daran jetzt auch schon immer relativ besser geworden. Was ist das denn? Das finde jedenfalls ich. Also im Gegensatz zu früher. Mein Bestzeit war glaube ich 2,49 stand da. So, mal gucken, ob ich das überbieten kann. Aber ich habe jetzt schon ziemlich oft gefailt. Ich hoffe es mal. Auf Suavaro, da ich streame mich auch gerade. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, um keinen Stream zu verpassen. Ihr könnt auch gerne auf dieses Video, falls es euch gefallen hat, ein Like da lassen. Ich würde mich darüber nicht beschweren. Im Gegenteil. Aber Rocco, wie findest du jetzt gerade meine Edit Skills? Ah! Okay, nein. Ich habe keine Edit Skills. So, und hier könnt ihr dann eben halt mit der Truhe und die Dinger abschießen. Was wir jetzt gar nicht machen. Hier ist nur um Editen. Ich weiß nicht, was ich in den Titel schreiben soll. Krank. Boah, es leckt ja gerade. Guck das an. Ah, jetzt kann ich meine Bestzeit ja vergessen. Oh, krank geschrieben, falls ihr es nicht gesehen habt. Ihr habt es nicht gesehen. Ihr könnt es gar nicht sehen, falls ihr es nicht im Stream schaut. Ja, und dann müsst ihr euch halt hier lang editen. Bis ihr ganz unten seid. Also für jeden klar. Ja, dann geht es wieder so los, dass ihr so machen müsst und dann so auf editieren, dann so wieder. Oh, mein Fenster schaltet sich gleich aus. Jetzt muss ich mal ganz kurz reagieren. Wartet. So, zack. So. So. Offiziell, ja, das wird auf jeden Fall nicht meine Bestzeit, aber es wird eine ganz okay Zeit, glaube ich. So, dann müsst ihr hier einfach diese Dreiecke immer so hoch editieren und dann, das ist glaube ich ganz gut auch für ein Full Fight. Dann könnt ihr euch hier so, boah, jetzt fällt ich aber gerade ziemlich, müsst ihr euch halt so die ganze Zeit hier so hoch editieren. Ja, manchmal verbaue ich mich halt. Bin auch nicht wirklich der beste Editor. Das weiß, glaube ich, Alboroko am besten. Ja. Und dann, das finde ich sehr gut. Dann zum Beispiel jetzt Pumpkin, weil die gespielt nicht keiner mehr.
müsste jetzt hier so auf editieren und dann probieren runterzufallen und das Teil so abschließend gesehen. Habe ich jetzt zum Beispiel jetzt getroffen. Das habe ich jetzt auch getroffen. Mal gucken, ob ich auch das letzte noch treffe. Und das habe ich auch noch getroffen. Das letzte und das habe ich auch noch getroffen. Das habe ich noch nie geschafft. VfB perfekt. Ja. Das finde ich auch noch mal ganz interessant, weil man das ja eigentlich auch in-game ziemlich gut nutzen muss. Dann müsst ihr hier wieder so hoch editieren. Da kann man auch lernen, wie man die Dreiecke am besten perfekt einsetzen kann. Finde ich auch sehr interesting eigentlich. Ich stelle mich mal lieber hier hin. Okay, so schneller. Man merkt ja auch, wie schnell man sich hier sozusagen verbessert, wenn ihr meine 90s gerade eben gesehen habt. Oder dieses Aufwärtschen hier. Und es jetzt sieht. Hat sich schon, finde ich, deutlich verbessert. Man müsste hier einfach, das ist auch ganz geil, das ist auch eigentlich ganz gut. Das macht man ja auch manchmal, einfach hier so ein Dings bauen und dann aufwärtschen. Das kennen bestimmt auch relativ viele von euch. Hier darf man eigentlich nicht failen. Was relativ einfach ist. Was denn für 60 Minuten runter? War noch gar nicht so lange im Kreativmodus. So, dann seid ihr hier an dieser Stelle, dann macht ihr hier eine Pyramide hin. Müsst das so aufeditieren, müsst euch ducken, ganz an den Rand gehen und dann hier durch. Dann müsst ihr wieder aufeditieren, ganz an den Rand gehen. Und hier da hier durch. Das ist eigentlich ganz easy. Also wenn man zum Beispiel da selbst was gebaut hat und so und mal sind Sniper immer auch besser. Ich dann immer, weil ich viel Snipers immer habe, die Teile hier ab. Und dann habe ich es eigentlich auch schon geschafft. Jetzt habe ich eins nicht getroffen, das ist natürlich sehr schlecht. Und dann seid ihr wieder hier und müsst wieder euch hier so runter editieren. Gerade. Jetzt ist wieder schlecht irgendwie. So, und dann bin ich auch schon am Ende und meine Bestzeit habe ich einfach geknackt. Hä, wie geil ist das denn? Das war jetzt der Elf-Parcours. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal, falls es euch gefallen hat. Ciao.